Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu Hero Zero Tag 7. Das bedeutet, eine Woche ist rum und werden wir denn nun Hero Zero fortsetzen oder nicht? Und wie werden wir das entscheiden? Ganz einfach, ihr entscheidet. Durch Kommentieren und Bewerten unter diesem Video werde ich mich entscheiden, ob ich das Ganze fortsetzen werde oder nicht. Also kloppt in die Tasten, gebt Daumen hoch, gebt Daumen runter. Wenn ihr sagt, ich will keine Hero Zero mehr sehen, ich mag das nicht, dann macht den Daumen runter. Wenn ihr sagt, okay, Hero Zero möchte, soll fortgesetzt werden, dann macht einen Daumen nach oben. Und nach diesem Kriterien, das heißt, werdet ihr euch dann entscheiden und ich werde mich dann, wie gesagt, auch entscheiden und dann vielleicht Hero Zero weitermachen oder nicht. Also ihr entscheidet, ihr könnt entscheiden, was ihr sehen wollt auf dem Kanal und was nicht. Ganz einfach. Das Publikum entscheidet, oder? So, wir haben unsere Heldentaten, wir haben 50 vor 50 Stunden gearbeitet. Sehr schön, bekommen dafür 1600 Erfahrungspunkte. Erreiche Stufe 25, ganz viele Heldentaten. Und ich habe gerade was gesehen, und zwar bei dieser Zeitmission bekommen wir einen zuckersüßer Hinweis. Und ich glaube, mit diesem zuckersüßen Hinweis können wir dann die Sondereinsätze betreten, oder? Ist das, wo ist Lucy? Ist das das Foto dafür? Ich glaube doch, oder? Ich starte mal und überspringe das Ganze auch mit zwei Donuts. So. Yeah, zuckersüßer Hinweis. Was passiert nun? Foto gefunden, tralalalala. Oh, die wird da geklaut. Die ist ein bisschen pummelig, oder? Du hast auf deiner Mission ein seltsames Foto gefunden. Dein Gefühl sagt dir, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Du beschließt herauszufinden, was es mit dem Foto auf sich hat. Sondereinsatz freigeschaltet. Tom, 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 Tom. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir ihn starten. Finde den zuckersüßen Hinweis. Bekommen wir wieder Geld. Bevor wir das machen, gehen wir erst auf unseren Helden und Skill noch etwas. Blop, 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 blop. Alles reinskillen. Ich konnte auf 4 Gold wieder skillen. Jetzt habe ich 14.000 Gold. So, was haben wir denn hier gegen Let's Fets? Oh, der Kuchenblitz ist auch am Start. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, der hat seinen Account gelöscht. Überspringen mal. Okay. Oh, wir haben Kampf verloren. Wir greifen an. Bereit machen. Ich kann mal wieder ein bisschen Gold spenden. Wo ging das denn gleich nochmal? Hier irgendwo, ne? Gold, ja. 4.500 Spenden. Bom, bom. Alles für die Kasse. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Und die sind schon ziemlich hohe dabei. Ich muss wirklich mehr Energie spielen, indem ich halt Gold ausgebe. Und wie ihr seht, ich habe einen wunderbaren Anzug hier bekommen. Ich weiß nicht, was das für ein Symbol da drauf ist. Soll das so ein Störgeräusch sein, wenn gerade, oder beziehungsweise wenn das Bild nicht da ist? Wenn gerade kein Empfang beim Fernseher ist, ich glaube schon. Wir haben 32 Angriffe, ja. Und davon haben wir 11 gewonnen und 21 verloren. Oh mein Gott, wir haben gegen den Honk 1 gewonnen auf jeden Fall. Der Honk 1 mit seinem wunderbaren Elvis-Anzug. 70er Jahre Disco-Anzug. Yeah, shake your ass, is what you say. Das löschen wir mal alles hier. Können jetzt wieder ein paar Angriffe machen, wenn wir möchten. Eben hier ein paar Leute weghauen oder die hauen uns weg. Oh mein Gott. Ja. Aber wir möchten jetzt gerne den Sondereinsatz starten. Das will ich jetzt, wir wissen, was das ist. Starten wir mal. So. So. Abgeschottet von der Innenstadt thronen die Maschinen der Clubcake-Fabrik. Hierhin. Also wurde die Tochter des Bürgermeisters entführt. Hierhin wurde die Tochter des Bürgermeisters entführt. Und das nur, um gegen die geplante Zuckersteuer zu demonstrieren. Oh mein Gott, ich bin zu blöd. Demonstrieren. Ja, so heißt das Wort. Befreie die kleine Lucy, bevor ihr etwas zustößt. Okay. Es ändert sich alles. Was haben wir hier? Eins. Irgendwie hier muss Lucy sein. Leider fehlt dir der passende Ausweis, um durch die Schranke zu kommen. Frag den Pförtner, ob er für dich vielleicht eine Ausnahme macht. Schließlich bist du ja ein anerkannter Held. Also haben wir jetzt quasi hier, sehe ich das richtig? Quasi das sind die Dungeon-Gegner. Und das ist richtig so mit einer Story richtig cool aufgebaut. Das gefällt mir. Gewinne ich gegen den Pförtner. Ich muss 60 Minuten warten, damit ich wieder gegen den Pförtner kämpfen kann. Moment, das werden wir doch mal eben regeln. Wir schauen jetzt in den Shop, bevor wir jetzt hier weiter reingehen, also den Dungeon. Da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich was machen. Ich werde auch ein paar Donuts dafür ausgeben. Das ist mir eigentlich wurscht. Piepen, Schnuppen, scheißegal. Was haben wir denn hier? Betttuch. Das Diktiergerät. Das sieht gar nicht so schlecht aus, aber nee. Was haben wir hier für einen Anzug? Nee, wir blättern einmal neue Ware. Der LKW bringt neue Ware für uns.
Oh, ein seltenes Item, würden wir aber 32 Konditionen und 17 Intuition verloren, dafür 56 Grips gewinnen. Kostet nichts. Ist eigentlich ziemlich billig, kaufen wir uns mal. So, was haben wir hier noch für Items? Die brauchen wir alle nicht. Was ist das denn hier? Das nehmen wir auch mal mit. Obwohl, das ist das Beste, das war wie dies Ding. Ne, es lohnt sich ja nicht. Das war ein dummer Kauf. Wir verkaufen mal alles hier. So, verkaufen. 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 Und können jetzt eigentlich wieder die Waschmaschine benutzen, oder? Attribute neu zu verteilen. Wollen wir erstmal riskieren und irgendwas hier reinziehen? Auf gut Glück irgendwas anderes bekommen? Vielleicht die Waffe? Nee, das ist wär viel zu riskant. Ja, den Rest werden wir jetzt ausgeben, unser Gold ein bisschen mit Skillen, damit wir ein bisschen vorankommen. Bla bla bla, wir kaufen alles ein. Wir haben so viel Money. Ich gehe mal so lange, bis ich alles auf 100 habe. Und ihr hört die ganze Zeit die Geräusche. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Dumm. Oh mein Gott, ich habe so viel geklickt, dass das ganze Spiel abgekackt ist. Oh no. Okay. Klick, 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 klick. Weiter klicken. La la la, das macht so viel Spaß. Ich gebe mal was mehr ins Mikrofon, damit ihr noch was versteht. Hallo, ich klicke die ganze Zeit und kauf mir was für Münzen. Ja gut, da hätten sie sich auch ein bisschen was anderes einfallen lassen, dass man irgendwie schneller skillen kann. Das ist ja richtig nervig. Erst der Sound und dann können wir weiter klicken. Was haben wir jetzt hier? Kaufe einen seltenen Gegenstand. Ja, geschafft. Und was haben wir hier? 5000 von 5000 Münzen pro Tag. 6 Fähigkeitspunkte bekommen wir. Wow. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Tschüss. So, Aussehen verändert dein Aussehen. Was war hier? Ach so, nein. Verwerfen. So, was machen wir nun? Kostet das eigentlich was? Ich habe gerade drauf geachtet, bestimmt ein Gold oder so. Jetzt wollten wir natürlich nochmal hier auf den Sondereinsatz gehen. Und jetzt sollten wir eigentlich den Pförtner schaffen. Ich hoffe es doch mal. Angreifen. Geh weg, du Pförtner. Lass mir in Ruhe. Ich will da rein. Oh. Da hat er nicht hart gehittet. Nein. Oh. Das ist ein knappes Ding. Er hat uns weggekrittet. Aber habt ihr das gesehen, wie er uns weggekrittet hat? Ich will den Pförtner jetzt. Ja! Pförtner Wegklatsch. Oh, ziemlich cool hier. Yeah! Nummer 2. Das ist richtig cool gemacht. Das gefällt mir auf jeden Fall bei dem Spiel. Jetzt bekommen wir ein Item, was gut ist. Bam! Yeah, cooler Anzug. Oder cooler Umhang. Das ist der öde hell oder öde hellblaues Cape. Auf jeden Fall lohnenswert. Ich versuche mal noch weiter hier. Nummer 2. Was hat der? Der wird einen seltenen Anzug für uns. Ist der denn drin? Oh, jetzt müssen wir keinen Pilz mehr ausgeben. Oh, Teigenmischer. Oh Gott, der ist hart. Der ist ein bisschen zu hart. Also den werden wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht schaffen in der nächsten Zeit. Naja, wenigstens haben wir jetzt den ersten Dungeon hier freigeschaltet. Und haben eigentlich so alles gesehen. Wie gesagt, ihr könnt jetzt entscheiden, indem ihr kommentiert, bewertet und weiterleitet, ob dieses Projekt fortgesetzt wird oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.